So. Wir müssen ihr Bericht erstatten. Was ist? Die Frauen sprechen gerade. Wir sollten sie nicht stören. Hey. Mein Instinkt sagt mir, dass wir zuhören sollen. Rain? Willst du nicht Onkel Laguna heiraten? So ein Typ? Der hat rumgewinselt, als er hergebracht wurde, und ich durfte ihn pflegen. Wo er Journalist werden will, benutzt er unanständige Wörter. Über ernste Themen will er gar nicht sprechen. Außerdem schnarcht er und redet im Schlaf. Aber ich mag Onkel Laguna über alles. Rain, Onkel Laguna und ich, wir wollen zusammenbleiben. Aber ich denke, dass er noch viel herumreisen möchte. Er ist nicht der Typ, der in so einem Dorf vergammelt. Es gibt halt solche Menschen. Irgendwie regt mich das auf. Magst du ihn nicht? Ich denke genauso wie Elion. Huch. Willkommen daheim. Puh, wir sind gerade eben zurück. Ich möchte jetzt Bericht erstatten. Es waren Wabbelwabbels und die Sumsums. Insgesamt haben wir 10 Viecher besiegt. Gute Arbeit. Ich werde mal das Essen aufsetzen. Ich rufe euch dann. Wartet so lange im Zimmer. Ihr scheint müde zu sein. Ruht euch erstmal aus. Ins Zimmer. Ja, okay, dann ab in mein Zimmer. Es waren Wabbelwabbels und Sumsums. Ist das dein Ernst, Laguna? Ist das dein Ernst? Wabbelwabbels und Sumsums? Ist das wie ein Wabbelwabbel und das andere dann Sumsum? Sehe ich das richtig? Und dann? Was zur Hölle? Ja, dann auf, let's go, Desperado! Ja, genau! Genau! Laguna, was? Ausruhen. So, jetzt ist Pause angesagt. Was ist los? Ab und zu denke ich an etwas Furchtbares. Wenn ich aufwache, bin ich ganz woanders und Elion ist nicht mehr da. Rain auch nicht? Warum denke ich an so etwas? Was ist mit mir los? Hoffentlich bin ich noch hier, wenn ich aufwache. Lieber Gott, lass mich auf diesem Bett aufwachen.
Du hast dich wirklich verändert, Laguna. Wo bin ich? Hallo Xer, warst du wieder drüben? Jo. Wie geht's Laguna? Keine Ahnung, hab ihn nicht getroffen. Es ist ja nicht so, dass ich alles über Wart weiß. Lagunas Trupp hat doch in Centra schwer was auf den Deckel bekommen. Ah. Er war also bei Wart. Danach hat Wart angefangen, in so einer Art Gefängnis zu arbeiten. Wart war, ja, war langweilig, ne? Wart langweilt sich zu Tode. Er träumt täglich davon, wieder mit Laguna in den Kampf zu ziehen. Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Frag mich was anderes. Was wohl mit Seneta ist, ob er auch hierher gebracht wurde? Gefängnis bedeutet Ausbruch. Wenn dann wollen wir es bunt haben. Du hast gesagt, Wart würde in einem Gefängnis arbeiten. Jo, genau. Dieser Wart ist doch ein Galbadianer, oder? Ja, und er ist Soldat. Und er hat in einem Gefängnis gearbeitet, wo wir gerade drin sind. Ich verstehe von allem dem nichts, aber wenn du nach drüben gehst, bist du doch Wart, oder Xel? Dieses Mal ja. Kannst du dich an diesen Raum erinnern? Woher sollte ich denn? Hey, das ist doch... Klar kann ich! Hör zu! In diesem Gefängnis hat Wart gearbeitet. Er war beim Reinigungsdienst. Da waren viele ähnlich große Räume. 100 pro. In Galbadia gibt's ein Gefängnis, wo politische Gefangene inhaftiert werden. Ich glaube, dass Wart hier gearbeitet hat. Und wir sind bestimmt auch in diesem Gefängnis. Ein versuchtes Attentat auf die Hexe. Logisch, dass wir im Gefängnis landet sind. Wir haben uns dem Präsidenten widersetzt. Wir werden hingerichtet. Diesen Präsidenten gibt's nicht mehr. Galbadia wird jetzt also von einer Hexe regiert. Was wird nun aus uns? Bestimmt nichts Gutes. Im Ernst, was wird nun? Außerdem, wo ist dieser verdammte Irvine? Sveneta, wo bist du nun? Die Hexe hat ihn doch nicht etwa... Tod. Spiel vorbei. Sorry, wo bin ich? Ich habe gegen Edea gekämpft. Wurde ich verwundet? Wo ist die Wunde? Wir wurden umzingelt von galbadianischen Soldaten. Genau, Cypher hat gegrinst, Hand auf mich heruntergeschaut. Cypher! Thank you.
Wohin geht die Reise? Was, wie? Was war das für ein Krach? Ein so ein sympathischer Typ. Euer Freund wird gerade gefoltert und macht Krach. Wie, was soll das heißen? Schnauze! Mach kein Radau! Du scheinst wohl deine Lage nicht zu begreifen. Ob du mich verstanden hast, frage ich. Das sah aus, als hätte ihn unten reingetreten. Aufhören! Ich hätte es fast vergessen. Sag bloß nicht, dass du Blake bist. Blake bin ich. So. Komm ruhig hier rüber, Schätzchen. Was hast du mit Blake vor, du Arsch? Aufhören, verdammt. Hört auf, ich komme ja mit. Blake. Das ist okay. Gehen wir. Wie armselig, Zwineta. Führt ihn ab. Was sind das denn für welche? Du kannst dir denken, was nun passiert. Was willst du wissen? Was sind die Seeds? Edia will es wissen. Seeds sind... Seed ist der Codename für die Söldner des Balamtgarden. Die Seeds sind Kämpfspezialisten. Das müsstest du doch wissen. Ich bin kein Seed. Da gibt es doch ein Geheimnis, dass man nur richtigen Seeds erzählt, oder? Leider nein. Auch wenn das so wäre, glaubst du, ich erzähle es dir? Du stehst auf meiner Liste der Standhaften. Ich erwarte nicht, dass du gleich anfängst zu reden. Welch eine Ehre. Deswegen gibt's das hier. Ah! Auch wenn du nicht redest, wir haben ja noch deine Freunde. Die Lehrerin, der Kurier, der Hasenfuß. Ich wette, der Hasenfuß hält das keine 3 Sekunden aus. Die anderen? Sind auch hier? Klar sind die hier. Aber ich mag dich am liebsten, deswegen bist du als Erster dran. Ich hab dich vermisst, Zwineta. Wie war mein Auftritt? Ich bin jetzt ein Hexenritter. Davon habe ich geträumt, als ich klein war. Hexenritter? Dein romantischer Traum? Sag mal, du bist hier nur der Folterknecht. Wie war das? Du bist doch nicht schon ohnmächtig. In dieser Szene musst du eigentlich deine Wut auf mich loslassen. Der Hexenritter, der gegen den bösen Söldner kämpft. Wir werden viel Spaß haben, Zwineta. Enttäusch mich nicht. Hat keinen Zweck.
Hier scheint das ein Kraftfeld zu geben, das die Zauberwirkung mindert. Was war das für ein Krach? Schon wieder du! Das ist scheiße, ich werde ihm. Hey da! Hör sofort damit auf! Genau, aufhören! Das werdet ihr noch bereuen. Die sind wirklich gemein. Es wird alles gut. Es hilft zwar nur ein bisschen, aber... Vita! Oh, knuffig. So, Zvineta, nochmal von vorne. Was sind Seeds? Warum widersetzten sie sich der Hexe? Seeds widersetzen sich der Hexe? Cypher, Sir, die Raketen sind abschussbereit. Verstanden. Der Ballamtgarten wird zerstört, weil er Seeds ausbildet, die sich der Hexe widersetzen. Schwachsinn. Ich war mal Schüler dort. Ein bisschen schade finde ich das schon. Aber Idea hat es so beschlossen. Eben Pech. Hör auf! Wenn der Garten zerstört ist, beginnt die Seedjagd. Ich bin Elias Hetzhund. Ich werde euch jagen. Du freust dich doch, Zvineta. Stirb mir nicht so schnell. Mach weiter. Willst du jetzt reden? Verstehe die Frage nicht. Witze reißen, was? Elia hat gesagt, dass ihr darüber Bescheid wisst. Rede endlich die Wahrheit über die Seeds. Wahrheit über die Seeds? Seed ist Söldnereinheit des Ballamtgardes oder etwa nicht? Na, was ist, Ich weiß von nichts. Wie lange soll das noch gehen? Ich kann nicht mehr. Ich lüge ihn einfach mal an. Wie war das? Blumen. Was? Die wahre Mission der Seeds ist es, Blumenkerne zu sehen. Wow, was? Wir verwandeln die Welt in ein Blumenbeet. Schwachsinn! Das ist die Wahrheit. Beim Anblick von Blumen verliert der Mensch den Kampf. Wozu soll das gut sein? Sag bloß, die Seeds sollen Frieden stiften. Haha, ein Wildsbold, was? Damit kommst du nicht durch. Wenn dein Land den Kampfwillen verliert, können wir ungehindert einmarschieren. Was? Hey! Pass auf ihn auf, ja? Das wird sein. Wir sehen Pflanzen. Ich glaube, wir hätten jetzt ein Game Over provozieren können. Was machen wir jetzt? Wir können hier nicht bleiben. Xel, wir brauchen einen Fluchtplan. Hat jemand eine Idee? Wir können ihm das Fell abziehen und uns damit verkleiden. Was?
war doch nur Spaß. Hat sich aber nicht so angehört. Hier können wir keinen Zauber anwenden. Wir brauchen also Waffen. Wir müssen sie uns irgendwie zurückholen. Waffen? Meine Waffen sind die Fäuste. Vielleicht geht es auch ohne Waffen. Ist wohl mein Auftritt. Ich werde gehen und unsere Waffen wieder beschaffen. Ach ja? Cell weiß ja durch Wart, wo es hier entlang geht. In Wirklichkeit habe ich keinen Schimmer. Wart hat hier eher nur den Boden hier geputzt. Jo, ich werde das Kitchen schaukeln. Legt euch beide auf den... Boden. Cell? Wow, echt cool. Waschen, hey... Na, waschen genau. Wachen! Hey, wachen! Hilfe! Kommt schnell! Was ist los? Die Mädels sind von einer Giftschlange gebissen worden. Nicht möglich. Dann gehe ich mal. Du willst mitkommen? Na gut, aber fall mir nicht auf die Nerven. Was hat der denn gekoppelt? Gar nichts. Warum sind die alle bei Zunil und Irvine? Was ist denn da los? Aufschreiben, welche Bestien nicht zusammen. Welche Beschwörungen nicht zusammen.